Willkommen zurück bei The Movies und wir dürfen gespannt sein. Gleich kommt euer erstes selbst vorgeschlagenes Drehbuch als in die Veröffentlichung rein, nämlich Bromance von Salia 87 ist gerade in der PR. Ich werde es auch ein bisschen höher setzen vom Budget. Ich hoffe, das wird was bringen. So, dann schauen wir mal hier. Hier sind alle am Arbeiten. Fee Burton ist gar nicht zufrieden, hat Stress. Und Sorgen um ihr Aussehen. Ne, machen wir erstmal das Aussehen. Erstmal das Aussehen, das mache ich eben selbst. Ich weiß ganz genau, was die Frau gerne tragen möchte. Das ist doch Zuckerstil, oder? Schön bequem. So, und jetzt kann die Fee auch was trinken gehen. Und wir haben gerade das Ping gehört. Er ist fertig. Und ja, wir machen jetzt ein bisschen mehr PR-Budget. Wie Bromance. Ausgezeichnete PR und Marketing. Und wieder mehr als 4 Sterne. Ich glaube, Bromance wird unser neuer Nummer 1 Film. Und ich hoffe, Salia 87 werde ich jetzt hiermit zufriedenstellen können. Ich wünsche viel Spaß mit Bromance. Ja, das war Bromance. Wie gesagt, ich habe wirklich versucht, die Szenen so rauszusuchen, wie sie da sind, aber na, ich fand die jetzt trotzdem lustig. Dann schauen wir mal. Erfahrungswerte für Fee Burton dabei und dann schauen wir mal die Kritiken. Ein großartiger Film, der unvergleichlich erfolgreich sein wird. Vito sieht in diesem Film glücklicher aus als der hässliche Ehemann einer Schönheitskönigin. Von vorne bis hinten eine wirklich mittelmäßige Regie. Dieser Film hat perfekte PR und Marketing erhalten. Unglaublich komisch, genial. Und er ist auf Platz 1. Wir haben doch alles richtig gemacht, oder? So, und der Mond ist konstruiert, geht in den Dreh. Das heißt, wir haben jetzt übrig Iggy Sandler, Lady Owl, Fee Burton und Vito. Wobei, ja, Fee Burton trinkt sich gerade ein. Feudale Trailer sind fertig. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier oben den feudalen Trailer hinbauen. Das sind wahrscheinlich riesige Teile. So, da kommt der feudale Trailer hin. Dich brauche ich jetzt. Du reißt mal hier diesen schicken Trailer ab. Da bauen wir jetzt auch einen feudalen Trailer hin.
Dann müssen wir natürlich jetzt auch wieder einen Weg hinbauen. Technik hochwertig. Stereoton ist endlich verfügbar. Sehr schön. So, dann brauchen wir natürlich wieder ein paar Schickimicki-Accessoires. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ein neues Paket ist im Labor zur Forschung verfügbar. Oh, es sind auch neue Autos da, wie ich gerade gesehen habe. So. Auf jeden Fall gibt es einen verzierten Springbrunnen bei dem feudalen Trailer. Eine moderne Kunststatue gibt es auch noch. Straßenlaternen kommen hier vorne hin. So, und dann schauen wir jetzt mal ein paar Bäumchen. Hier eine kleine Palme, da eine kleine Palme, da eine kleine Palme. Da hinten auch eine kleine Palme. Zack, fertig. Dann kriegt er eine Steinbank hier vorne hingesetzt. Bank drücken kann er auch. Eine Badewanne natürlich. Getränkeautomaten bekommt er. Und natürlich den Liegestuhl plus Sonnenschirm. Zack. Und den bekommt natürlich Vito. Dann bekommt Lady Oil nämlich den besseren Trader. Dann kann sie nämlich da auch nicht mehr meckern in der Hinsicht. Vito sollte man dadurch auch länger auf Platz 1 halten können. Hoffe ich jedenfalls. So, wer ist denn noch hier unzufrieden? Lee Ritterin, was ist denn mit ihr? Sie hätte auch gern einen besseren Trailer. Ne, wir müssen ja in der Reihe nachgehen. Also Platz 1, Vito, ist klar, der hat jetzt den besten Trailer bekommen. Hier haben wir auch noch keinen Eigentümer. Ach, weißt du was, Fee? Du bekommst den hier. Bist hier die Beste nach Vito. So, als nächstes wäre dann Dave Crow und Lady Oil dran. Lady Oil, sag ich mal, Lady Owl. Also, Dave Crow geht gerade zur Toilette, bekommt dann diesen Trailer. Dann hatten wir als nächstes Lady Owl. Hat Langeweile. Welchen Trailer hat denn Lady Owl? Diesen von da, diesen da. Dann werden wir jetzt mal den hier abreißen. Der ist bestimmt leer, ne? Ja, der wird abgerissen. Da packen wir jetzt einen Feudalen hin. So. Was hat denn jetzt noch Gehalt? Da ist jemand immer noch nicht zufrieden mit dem Gehalt. 36.000. Zack. So. 286.500 zahlen wir jetzt schon. So, endlich ist die Dame zufrieden, voll und ganz. So, ich würde sagen, wir verpassen IG jetzt mal eine schicke Lifting-Tour. So. Er bekommt jetzt ein Lifting, damit der IG demnächst mal ein bisschen jünger aussieht. Und dann kümmern wir uns auch noch um Lady Owl. Du wirst keine Langeweile haben, Lady. Du bekommst Implantate. Ja, Lady Owl bekommt eine Brustvergrößerung. Und auch das findet die Presse irgendwie raus. Ich weiß auch nicht, wieso. Okidoki. So, zwei Filme sind am Drehen. Wir hätten auf jeden Fall Leute übrig für eine Komödie. Eine gute Komödie. Dann schreiben wir die doch einfach schon mal.
Wie schaut's denn aus? Sind Komödien begehrt? Ja, Komödien sind sehr gerne gesehen. Dann schreiben wir die jetzt auch. Ich hoffe, es werden neue Sets eingebaut. Es wird gerade geschrieben, Reise nach Flipsville. Interessanter Name. So, haben wir jemanden, den wir auf den Zug setzen müssten? Eigentlich nicht, glaube ich, ne? Alle sind gut drauf. Cyrus hat Stress, ist am Set aber schon, schade. Dem wollte ich gerade quasi eine Pause gönnen. Aber wenn es dann halt nicht so ist, dann hat es halt nicht so sein sollen. So, die beiden sind gleich fertig. Dann bekommt nämlich auch gleich Lady Owl ihren neuen Trailer. Algi hat Stress. War aber jetzt fertig mit Lifting, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Ja, sieht aus wie 36. Er hätte gern natürlich mehr Gehalt. Lady Owl kriegt jetzt ihren besseren Trailer. Herzschmerz ist fertig. Herzschmerz geht nochmal in die PR. Und da wollen schon wieder mal ein paar Leute mehr Geld sehen. 30, 30. So, jetzt seid ihr beide zufrieden. So. Lady Owl hat jetzt ihren Trailer bekommen. Möchte jetzt natürlich nur noch besser aussehen. Den Gefallen können wir dir gerne tun. Dann packen wir gleich nochmal die PR drauf. Nach den Plakaten kriegt es auch noch ein neues Aussehen. Bei Algi Sandler ist es auch der Trailer, der ihn zu schaffen macht. Was hast denn du für einen Trailer, Algi? Wo ist denn dein Trailer? Das ist so einer. Der hier hat keinen Eigentümer. Das Drehbuch ist fertig, sehr schön. Aber wir reißen eben noch einen ab. Einen Trailer hier. Da setzen wir jetzt auch noch einen Feudalen hin. So, wie schaut denn der Stresslevel bei meinen Leuten hier aus? Oh, Algi hat Esssucht schon langsam. Dann geht er eben ein Trinken. Wie schaut's bei Fee aus? Mr. Miss ist gut dabei. Fee Burton ist auch gut dabei. Ja, Popovic hat Stress. Popovic geht erstmal was trinken. Wie schaut's hier aus? Die PR ist gleich fertig. Dann packen wir Reise nach Flipsville auch nochmal in die PR. So, Algi Sandler, der trinkt sich ein, dann ist der Stress gleich bewältigt. Und dann können wir dann eigentlich auch schon den Komödiendreh abhaken. Lady Owl ist Platz 3 jetzt, ganz nach oben gerutscht, will natürlich mehr Gehalt haben. Verständlich. Letzte Meldung. Schweren Herzens überbringe ich die traurige Nachricht, dass die Typen hinter dem eisernen Vorhang früher im All waren als der Westen. Ein hässlicher, silbern, angesprühter Basketball mit Antennen drauf hat die Erde umkreist. Obwohl da drüben nur gefährliche Sabbat-Idioten sind, haben sie uns hier anscheinend geschlagen. Kann ich jetzt? Ja. So, und dann veröffentlichen wir mal den Film. Mit einem mittleren Budget. Das schaut doch... Ja, fast 3,5 Sterne, das ist ordentlich für ein mittleres Drehbuch. Viel Spaß bei Herzschmerz.
Ja. Das hat mich ein bisschen an Geist der Empfindsamkeiten erinnert, aber sehr schön, wie liebevoll Xion hier mit Mr. Miss umgegangen ist. Dicke Erfahrung für Xion. Und dann schauen wir mal auf die Kritiken. Xions Clark ist mit Abstand der unbekannteste Schauspieler. Noch. Mr. Miss bringt weitreichende Erfahrung mit dem romantischen Film zur Geltung. Ein echter Blockbuster in allen Belangen. Cyrus Hitchcock war offensichtlich bester Laune, als er diesen Film gedreht hat. Ein unterhaltsames Romanzendrehbuch. Und landet auf Platz 6. Also wir können zufrieden sein. So, wie schaut's bei Popovich aus? Besäuft sich noch. Ach komm, der Stress, der sollte jetzt so gut wie behoben sein. Oh, wir benutzen sogar das neue Set hier. Da bin ich dann sehr gespannt auf den Film. So. Da wird noch die Bär gemacht für Reise nach Flipsville. Und es wird, glaube ich... Oh, es wird auch das Automobilset benutzt. Das ist aber sehr schön. So, wir haben jetzt hier natürlich einen neuen Trailer eingebaut. Müssen aber jetzt auch mal hier wieder mit den... Wichtige Durchsage. Alle Schwarzmaler werden erfreut sein zu hören, dass die Kinder eines Konkurrenzstudios uns angeschlossen hat. Bisschen hier die Grünfläche nachbearbeiten. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Trailer hier fertig. Lady Owl hat Langeweile. Action. Lady Owl hat den guten Trailer schon bekommen, genau. Cyrus hat mal, glaube ich, den Trailer weggenommen, ne? Dann kriegt Cyrus jetzt diesen Trailer. Dann hat Cyrus natürlich wieder ein bisschen Stress. Kein Problem, Cyrus, du gehst was essen. So, Algie Sandler hat Esssucht. Algie, du kommst jetzt in den Entzug. Ich hab dich gewarnt. Entzug für Algie. Und irgendwie kriegt selbst der letzte Pressemann noch mit. Schlimme Sache das ist. So, Pyrotechnik wird eingebaut. Das heißt, demnächst kriegen wir auch Explosionen zu sehen. Kostüme der 60er wird auch gerade erforscht. Ist auch gleich schon wieder fertig. Och, ich bin richtig zufrieden, wie es gerade läuft. Und da ist auch schon die PR fertig für den Film Flipsville. Also können wir ihn in den Rehearsal stecken. Dann schauen wir mal. Lady Owl in die Hauptrolle. Diesmal kommt Vito nur in die Nebenrolle, weil er auch ein bisschen Stress hat natürlich. Faye Burton macht Regie. Und Algie, scheiß auf den Entzug, du machst jetzt die letzte Nebenrolle dabei. So, Xion Clark hat jetzt mehr Gehalt. Gut, nachdem er jetzt den schwulen Film abdrehen musste, kriegt er auch ein bisschen mehr Gehalt. So, schaut alles wieder sehr schön aus. Hier setzen wir jetzt erstmal ein paar neue Autos hin. Denn es gab nämlich wieder ein paar Verschönerungen zu holen. ...60er-Jahre Sportwagen. Und ein 60er-Jahre Standardwagen. Und der 60er-Jahre Chrysler kommt auch noch hier hin. Sehr schön. Und damit geht Reise nach Flipsville in den Dreh. Und es wird gedreht im Saloon und auf der Wildweststraße. Okay. Was haben wir noch für dekorative Eigenschaften bekommen hier? Schauen wir mal kurz nach. Irgendwas Schickes, was ich jetzt noch so gebrauchen könnte. Wir könnten hier nochmal einen Wasserturm hinsetzen, ne? Habe ich irgendwelche Sets übersehen, die wir bekommen haben? Ich schaue mal kurz nach. Ja, das Landfeld haben wir abgerissen, die Bühne hatten wir auch abgerissen.
Was haben wir noch? Gefängnis haben wir auch abgerissen, genauso wie die Weltfestwüste. Nichts Neues dabei gekommen. Und ich würde sagen... Oh, Platz 1 wird leider abgesägt. 1,2 Millionen hat Bromance eingebracht. Sehr schön, vielen Dank dafür, Salia. Wird aber jetzt eingestampft. Wir sind schon bei knapp 6 Millionen. Es läuft richtig gut. Vito wird sich umziehen. Ne? Vito wird erstmal ein bisschen was trinken gehen. Der hat Stress. Und er hat ja zum Glück nur eine Nebenrolle. So. Dann wird es mal wieder Zeit für einen Horrorfilm, finde ich. Einen durchschnittlichen Horrorfilm. So. Und die schreiben jetzt dann noch die Banausen. Da wird wahrscheinlich jetzt gerade auf Vito gewartet. Genau so ist es. Aber Vito, mach mal kurz auf Schnellvorlauf. Muss seinen Stress noch bewältigen. Kommt einmal noch und dann... So. Hier kann der Film weitergedreht werden, aber... Das war's dann jetzt auch schon für diese Folge. Wir gehen jetzt auch wieder ins wohlverdiente Wochenende. Das heißt, jetzt am Ende kommt dann wieder die Tabelle mit den Fähigkeiten der Schauspieler an unseren Sets, die wir gerade auf dem Studiogelände haben. Und dann ist wieder die Sache an euch. Schickt mir Drehbuchvorschläge, damit wir sie in der nächsten Woche dann veröffentlichen und realisieren können. Ich freue mich, wenn ihr mitmacht. Natürlich, wenn ihr noch nicht Teil des Projekts seid. In der Videobeschreibung steht, was ihr in die Kommentare schreiben müsst, um Teil dieses Community-Projekts zu werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, wir sehen uns wieder bei The Movies. Und damit willkommen zur wöchentlichen Tabelle und hier das Update für euch. Faye Burton ist in Action immer noch ungenügend, in Komödie und Horror sehr gut. Cyrus ist in Action ungenügend und in Romantik und Horror sehr gut. Iggy ist in Action sehr gut, in Komödie gut. Popovich ausreichend Romantik, sehr gut in Sci-Fi. Kommen wir zu den Schauspielern. Dave Crow, mangelhaft Komödie, sehr gut Horror und Sci-Fi. Vito, sehr gut in Action und Komödie. Lady Owl, gut in Action, sehr gut in Komödie und Horror. Mr. Miss ist sehr gut in Action und Romantik und mangelhaft in Komödie. Die Ritterin, sehr gut in Romantik und Sci-Fi, befriedigend in Horror. Salia 7, mangelhaft in Action, aber sehr gut in Science-Fiction. Xion Clarks, ausreichend in Action. Gut in Romantik, ungenügend Horror, mangelhaft Science Fiction. Jetzt kommen wir zu den vorhandenen Sets. Da hätten wir Automobil, zerbombte Straßen, Schlachtfeld, Kaserne, Friedhof, muffiger Keller, Hütte von außen, Hütte von innen, der Wald, Science Fiction, fremder Planet, Korridor 1, Korridor 2, Raumschiff, Brücke 1, Brücke 2, die zerstörte Miniaturstadt, für die Stadt Empfang, Büro, U-Bahn-Waggon, schäbiges Hotelzimmer, Luxushotelzimmer, die Bar, die Dächer, die Gasse, der Wandabschnitt und die U-Bahn-Station. Dann haben wir noch den Tropenstrand und für die Vorstadt Toilette 1, Toilette 2, Schulkorridor, Wohnzimmer 1, Wohnzimmer 2 und für den Westen Saloon, Bank, Kutsche, Straße und Schlafzimmer.